Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pfote, liebe Freunde. Wisst ihr, was das für Tiere sind? Also, ich weiß es nicht, aber Dirk kennt sich hier im Alpenzoo besonders gut aus. Deswegen suchen wir ihn gleich. Kommt mit. Dirk. Hallo, Stefan. Hallo. Ich bin's schon wieder. Ja. Du, Dirk, ich habe da drüben so komische braune, lange Tiere gesehen. Kannst du mir die erklären? Da hinten? Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wir haben eine Menge Tiere hier im Zoo, die nicht nur im, sondern am Wasser leben. Die gehen wir gleich besuchen. Ja. Aber vorher würde ich dir gerne was anderes zeigen. Ist auch ganz toll. Ja. Wollen wir da hingehen? Ja, gerne. Okay. Ja, ich komm. Bin schon ganz gespannt. Das ist der Eingang zu unserem Aquarium. Boah. Wow, Dirk, wo bringst du mich denn jetzt hin? Ja, das ist eigentlich das Kernstück auch unseres Aquariums. Hier sehen alle Leute, wie viele Fische es im Alpenbereich gab bzw. auch noch gibt. Und damit das die Leute auch verstehen, haben wir hier am Anfang drei Becken, um die Gewässertypen vorzustellen. Ja, was wir hier drin haben, sind Alpen- oder Seesaiblinge. Die stehen für einen Gewässertyp, das nennt sich Gebirgsee, ganz oben. Und aus dem läuft irgendwann Wasser ab und es läuft ganz steil den Berg hinunter. Ein richtiger, schöner Gebirgsbach. Und wer lebt in dem Gebirgsbach? Die Bachforelle, da hinten siehst du sie, da auch. Ah, und ja. Die mag praktisch dieses schnelle Wasser? Die braucht das, voll energisches Wasser, Strömung und viel Sauerstoff und Wild, da fühlt die sich am wohlsten. Mhm. Was passiert dann mit einem Gebirgsbach? Ah, der wird langsamer. Der fließt dann irgendwann in einen größeren Fluss, da haben wir auch noch reichlich Strömung, aber wir haben nicht mehr dieses ganz wilde Wasser. Und da hier sind typische Fische, der Strömer zum Beispiel oder die Schmerle, die stehen für diesen Flusstyp. Ja? Okay. Bisschen weniger Speed. Und dann wird es ganz ruhig. Irgendwann tut so ein Fluss auch mal mäandrieren. Ja? Das heißt, er läuft so langsam aus und geht in ruhige Seen über. Und dann haben wir hier was ganz Tolles. Ah, hier kommt ein richtig großes Aquarium noch. Ja, das ist die sogenannte Barbenregion. Hier leben Barbe, ist der Leitfisch für dieses Gewässer. Du siehst auch, wir haben hier keine Strömung. Die Fische sind ganz ruhig und entspannt. Ja, die sind ganz entspannt. Schweben ja. Da umher. Ruhig. Ja, da ist ja richtig die totale Harmonie unter dem Wasser. Ja. Hm? Ja. Denen geht's gut. Die sind alle befreundet untereinander. Befreundet würde ich jetzt nicht sagen, aber die kennen sich und keiner tut dem anderen was. Ach so, ja. Gibt es da keine Raubfische oder so? Das wäre schlecht, wenn da ein Raubfisch drin wäre, dann würden die alle gefressen werden. Die Raubfische müssen wir woanders halten. Da brauchen wir ein extra Becken für. Ah. Mhm. Ja, kann ich die auch mal sehen noch? Was erwartest du dir denn für einen Raubfisch? Ja, ich weiß nicht, Haie und Piranhas und so. Die Piranhas, die haben es gern warm im Amazonas. Ah, und, die, okay. Und die Haie brauchen Salzwasser, das haben wir nicht. Aber es gibt ganz tolle Raubfische. Und die zeige ich dir jetzt, die leben zusammen in einem Becken. Okay? Ja, komm. Super. So, Stefan, jetzt kommt's. Das ist unser Raubfischbecken. Wir haben da hinten haben wir einen Hecht. Der hat einen ganz großen Mund. Aha. Und wenn du schaust, da unter dem riesen Baumstamm, da liegt noch ein Waller, ein Wels. Das sind alles Raubfische. Und hier, da ist auch noch ganz ein großer, den habe ich gesehen. Das ist in dem Sinne eigentlich kein Raubfisch, das sind Flusskarpfen. Aber die sind so groß, die fallen nicht ins Beuteschema von den Raubfischen rein. Das kriegen die auch nicht runter. Und wir nutzen einfach die Größe des Aquariums und zeigen auch den Flusskarpfen. Du Dirk, aber jetzt ganz ehrlich unter uns gesagt, die schauen jetzt nicht aus, als ob die Raubfische jetzt gerade voll auf der Jagd wären, weil da muss man ja laufen und jagen und so. Das täuscht. Es gibt sogenannte Hetzjäger, die ihre Beute hinterher sprinten und sie zu Tode jagen. Und es gibt sogenannte Lauerjäger. Überlegt, eine Katze macht auch nichts anderes. Die lauert und dann springt die drauf. Die Fische können nicht springen, aber die haben einen ganz großen Mund. Der Wels, wenn der aufmacht, so groß.
der Hecht auch. Die warten also drauf, bis kleine Fische direkt vor ihr Maul schwimmen und dann macht's plupp. Genau, und dann haben die die. Okay. So funktioniert das, sogenannte Lauerjäger. Hetzjäger haben wir auch, allerdings hier nicht in diesem Becken. Wir haben Tiere im Zoo, die nicht im Wasser leben, sondern am Wasser und die dann aber im Wasser sehr aktiv werden. Da bin ich jetzt aber. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Ja, ich werde aber ganz neugierig, weil ich bin mir sicher, du zeigst mir die jetzt gleich. Ich zeig dir die jetzt. Da gehen wir hin. Ja, super. Tschüss. Die kenne ich ja schon, da war ich schon davor. Du warst schon hier? Ja, ja, ja. Ja, und das sind unsere Raubtiere am Wasser. Was sind denn das für Tiere? Schau sie dir mal an. Ja, ich weiß wie nicht. Wie sehen die denn aus? Ja, da, so ähnlich wie ein Marder. Genau, das sind Marder, sogenannte Wassermarder, der Fischotter. Das Boah. Ist jetzt, oi, das war das Weibchen. Und da schwimmt der Papa und dann haben wir noch den jungen Sohn. Ja, die sind bestens angepasst an das Leben am Wasser. Die holen sich ihre Nahrung sowohl an Land, das können also Vögel sein, Mäuse, Wühlmäuse, kleine Tiere. Ja, aber wieso können die dann so gut schwimmen, wenn die eigentlich vom Land kommen? Weil sie haben sich spezialisiert im Laufe vieler tausende Jahre auch auf den Fischfang unter Wasser. Und das sind Hetzjäger. Die hetzen ihre Fische, bis sie sie haben. Und deswegen haben die Schwimmhäute zwischen den Zehen. Die können ihre Nasen und Ohren verschließen. Und das sind das ganz gewandte und schnelle Taucher. Und jetzt bekommen die was zum Fressen. Jetzt darfst du denen was zu fressen geben. Allerdings gibt es heute keinen Fisch. Oh. Beim Fischotter ist das auch so. Die brauchen ihre Diät abwechslungsreich. Du isst ja auch nicht jeden Tag Pizza. Heute gibt es mal ein bisschen Rindfleisch. Mhm. Und jetzt schau mal, die müssten eigentlich ziemlich nah zu dir kommen. Da hinten lock ja, die mal. Ja, wo Werf sind sie denn? Ein bisschen was rein. Ja. So, einfach rein. Ja, genau. Zuwerfen. Und schon. Wow, und gleich das nächste Mal. Jawohl. Sehr enttäuscht. Das geht jetzt unter. Das ist aber blöd. Ja, ja, wo ist er denn? Der kriegt ja Futter. Kommt da. Hoppala. Du siehst, gar nicht so schwierig, Raubtiere zu füttern. Na, die fressen. Und da ist, glaube ich, noch einer. Schau. Ja. Jawohl. Boah, die sind aber echt schnell. Ja, die müssen schnell sein. So eine Forelle. Oder ein anderer Fisch, der im Wasser schwimmt, der ist ja auch sehr schnell. Du, der legt sich das jetzt mal... Der hat sich das jetzt mal auf die Seite gelegt. Der mal schaut, vorbereitet. Was noch ja, jetzt gibt es noch eins. Ja. So. Der holt sich da... Na, der mag nicht. Aha. Dann wünsche ich Mahlzeit. Ja, vielen Dank und vielen Dank dir, Dirk, dass wir hier sein durften. Das war uns ein Vergnügen, dass ihr da wart. Du hast ja auch brav geholfen heute, hast uns unterstützt und hast gefüttert. Und ich sage, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Pfote.